Herzlich willkommen zu einem neuen Video im LS19 hinter Kaifek V3 in der Staffel 2. Heute ist immer am Dienstagmorgen. Und wie wir sehen, es hat ein bisschen geschneit. Die Gemeinde war auch schon unterwegs. Die sind anscheinend sogar schon ein bisschen über unseren Hof gefahren. Dass unsere Hauptwege frei sind. Aber es gibt trotzdem noch ein bisschen was zu tun. Als allererstes müssen wir uns heute um unsere Tiere kümmern, dass die armen Tiere wieder versorgt sind, weil denen fehlt es ein bisschen an Pflege, genauso wie den Hühnern, die müssen wir auch noch füttern. Und wir haben ja oben noch unseren kompletten Hänger, wo wir noch abladen müssen. Naja, der steht noch hier. Und dann fangen wir hier gleich mal an. So, räumen wir hier gleich mal alles auf, was sie hier so rumwerfen. Hier auch noch Schnee drin. Den nehmen wir auch gleich mit. Der hat dem Stall ja überhaupt nichts verloren. Den packen wir jetzt einfach mal hier mit drauf. Gabel steht hier an der Seite. Müssen wir hier wieder ein bisschen Platz machen. Was ich gerade sehe. Dass ich da unsere Schaufel wieder hinkriege. Und da stört es uns gerade am allerwenigsten der Schneehaufen. Deswegen kippen wir es gleich mal hier rüber. So, wir haben das Eck gleich frei, dann können wir die Schaufel ablegen und uns die Gabel holen. Dass wir unsere Tiere füttern können. Aber ich glaube, bevor wir das tun, fahren wir mit der Schaufel noch schnell rüber. Und füttern die Hühner. Das müssen wir wieder umbauen. Ist schon schön, jetzt schneit es wenigstens ein bisschen. So macht es schon was her im Winter hier auf der Karte. So, ein bisschen Weizen. Aber wie ich euch schon gesagt habe, das wird hier die letzte Winterfolge werden. Ich hoffe, dass in der nächsten wieder es Richtung Feldarbeit geht. Dann gibt es auch wieder längere Folgen. Das war klar. Na, jetzt habe ich wieder Schnee drin.
So, das wollen wir wieder ins Silo rein. Schauen wir mal noch schnell, wie es hier sonst so ausschaut. Habe ich das jetzt gerade liegen lassen? Jetzt ist es zu Schnee geworden, okay. Da werden wir nachher eh noch mit dem Schneepflug durchfahren, dass wir hier ein bisschen mehr. Oh, oh. Ein bisschen mehr Platz haben. Aber ich wollte jetzt schauen, ob hier alles in Ordnung ist. Bei den Hühnern ist wieder alles gut. 57 Stück haben wir aktuell. Welche Kiste ist jetzt hier von euch voll? Keine Informationen heute? Dann schauen wir halt so. Und auch gleich hier mit rein. Und die war noch nicht voll, okay. Dann werden wir jetzt die Gabel holen und unsere Kühe noch weiter versorgen. Wenn wir schon hier hinten sind, drehen wir das Wasser gleich auf. Ich glaube, das wird ein schönes Thumbnail. So, Gülle haben wir auch schon ein bisschen, wie es ausschaut. So, Schaufel abhängen. Schneehaufen, du ärgerst mich jetzt nicht. Und dann gehen wir hier an die Gabel. Und jetzt gibt es eine kleine Änderung, was ich gemacht habe. Wo auch ein Tipp für euch ist. Nicht, dass euch das gleiche passiert, vor allem wenn ihr mit Seasons spielt. Denn wir haben ja oben hier stehen. Hier oben in der Scheune unsere Ballen liegen gehabt. Würde ich jetzt jedem von abraten, der mit Season spielt, hier oben seine Ballen einzulagern und hinzustellen. Denn die lösen sich mit der Zeit auf, weil sie hier drin keinen Witterungsschutz haben. Ob es da eine andere Möglichkeit für gibt, weiß ich persönlich nicht. Wenn einer von euch was weiß, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Aber ich habe es jetzt mal so gelöst. Ich habe mir hier draußen so ein platzierbares Ballenlager hingestellt. Klar, damit muss man halt jetzt leben können, dass die so nicht abgedeckt werden. Aber in diesem Lager sind sie auf jeden Fall sicher, dass sie nicht zerfallen. Nur so als kleiner Tipp. Wir können sie einlagern, hier wieder auslagern. Sobald sie drin sind, bleiben die Ballen so, wie sie sind. Und lösen sich nicht auf, weil da habe ich ein bisschen doof geguckt. Wo ich hier rein wollte zum Tiere füttern, wo ich gespult habe. Oh, oh, bleib da.
und auf einmal meine Ballen weg waren, habe ich uns halt kurzerhand nochmal neue Ballen organisiert. Ihr seht auch auf dem Kontostand, upsala, ist wieder ein bisschen mehr Geld drauf. Das liegt jetzt nicht dran, weil ich was verkauft habe, sondern ich habe nur einen Kredit genommen. Hätte ich jetzt im Normalfall nicht gemacht. Aber sonst wären mir meine neuen Ballen wieder zerfallen. Und ich habe Geld gebraucht, um das Lager zu platzieren, die 150. Nachdem wir im Minus waren, musste ich leider den Kredit aufnehmen. Nur zur Richtigstellung, dass hier jeder weiß, warum sich hier einiges verändert hat am Kontostand. Jetzt holen wir den Ballen noch. Und dann müssen wir auf jeden Fall den Hänger abladen. Und ich bin auch gespannt, was unsere Felder machen werden. Ob die noch zu retten sind, die nicht erntereif wurden im letzten Jahr. Oder ob wir das alles unterpflügen müssen. Aber da könnt ihr mir auch mal eure Meinung reinschreiben. Und jetzt, bevor ich es vergesse. Ich habe mir ein bisschen was überlegt. Als Dankeschön an euch alle. Weil ich muss sagen, ich finde es Hammer, dass wir aktuell bei 108 Abonnenten sind. Hätte ich wirklich nicht erwartet. Es ist echt ein Traum. Und ich will auch natürlich ein bisschen was zurückgeben. Außerhalb der Videos. Und habe mir überlegt, nachdem ja, jetzt wenn ich mich nicht täusche, sogar heute, am Dienstag, den 10. März, das neue DLC von LS19 rauskommt. Das Burgur-DLC für 7,99 €. Hauptsächlich Großsaatmaschinen, die wir hier auf der Karte leider nicht sehen werden. Aber auf jeden Fall auf der Marsch, da ist schon wieder was geplant dafür. Habe ich mir gedacht, als Dankeschön würde ich da gerne so ein DLC verlosen. Als Dankeschön an euch Abonnenten hier. Beziehungsweise es heißt verlosen. Ich habe mir gedacht, ich mache so. Ihr schreibt mir einen Kommentar rein, was euch an meinem Kanal gefällt, was eurer Meinung nach verbessert werden könnte. Und der beste Vorschlag oder Kommentar, wo ich hier... Wo drin steht, natürlich meiner Meinung nach, wird das DLC von mir bekommen. Und um das Ganze auch abwickeln zu können, bräuchten wir auf jeden Fall diese Person, die wo er mitmacht, einen Steam-Account, weil ich werde das ganze DLC als Steam-Geschenk dann vergeben. Nur schon mal so als Info. Also wer Interesse dran hat, wie gesagt, einfach einen Kommentar schreiben, was ihm am Kommentar gefällt, was er gerne anders sehen würde oder beziehungsweise Verbesserungsvorschläge, was man machen könnte. Und ich suche mir dann da einen Kommentar raus, werde den dann über Steam kontaktieren. Deswegen auch bitte euren Steam-Namen mit in die Nachricht reinstellen. Weil dann kann ich euch direkt anschreiben und euch auch das Geschenk geben. Und werde das natürlich dann auch in einem der nächsten zwei Videos mit ankündigen. Ich denke, der Gewinner wird dann offiziell bekannt gegeben. Am Dienstag in einer Woche. Das müsste dann der 17. sein. Aber keine Angst.
Ich werde den Gewinn am Dienstagabend noch verteilen. Also Annahmeschluss für die Kommentare wird 20 Uhr sein. Und dann werde ich es auch kurz danach auch schon an denjenigen verschicken, dass ihr natürlich auch am Release-Tag schon das DLC habt und verwenden könnt. Also das mit der Gabel ist immer noch so eine Sache. Oder liegt es an den Paletten, ich weiß es nicht. Aber da muss ich sie halt ein bisschen so reinschieben, dass sie irgendwie ordentlich drinstehen. Wenn ich sie so schon nicht anständig packen kann. Oh Gott, da draußen schneit es ja richtig jetzt. Müssen wir wohl noch eine kleine Runde Schnee räumen, so wie es ausschaut. Und ich hoffe, dann mit dem DLC mache ich euch auch eine kleine Freude. Auf jeden Fall bin ich euch ultra dankbar, dass das überhaupt alles aktuell so funktioniert, so läuft. Wie gesagt, das hätte ich echt nicht erwartet. Und deswegen ein kleines Dankeschön. Den hätte ich gerne noch gerade drin. An. Das hätte ich jetzt vielleicht noch ein bisschen gerade stellen. Wäre sehr freundlich. Aber bis der gerade ist, verbiege ich hier die ganze Gitterbox, so wie es ausschaut. Jetzt regnet es wieder. Da war mir der Schnee aber deutlich lieber. So, jetzt schauen wir mal, ob ich wenigstens hier die Paletten anständig krieg. Wie gesagt, ein Profi im Verladen und Beladen bin ich überhaupt nicht. Man ja auch an solchen Aktionen. Aber die Gabel lässt auch nie los. Ich fahre nur ein kleines Stück hin und schon hängt die dran. Geht es vielleicht in der Innenansicht ein bisschen besser? Das sehe ich wahrscheinlich noch weniger. Genau, und für die Zukunft müssen wir auch aufpassen, so viel ich weiß, dass die Container richtig dran stehen. Weiß ich bloß noch nicht, wie die dran stehen müssen. Mensch, nimm jetzt die scheiß Palette. Sorry. Hier jetzt vielleicht auch ein größerer Frontlader tun an dem Traktor. Ich glaube, der ist auch ein bisschen zu klein.
So. Dann packen wir den jetzt erstmal so am Boden. Lass mich bitte wegfahren, dass ich sie anders packen kann. Aber ich habe das Gefühl, dass die Paletten dann alle falsch rum drin stehen werden. Aber das werden wir dann schon sehen. So, jetzt hängt die Palette wieder wo fest? Es ist gleich die Palette, wo festhängt, das ist der Gabel. Ich glaube, dann werde ich auch mal in Zukunft eine andere Gabel testen. Ich habe das Gefühl, dass die Gabel hier spinnt. So, und wenn wir jetzt die Palette hier noch wegkriegen, ist auch so eine Sache. So, jetzt komme ich doch bestimmt rein, oder? Ja, so schaut es doch schon besser aus. Das auf jeden Fall auch schon mal alles ein bisschen hier aufgeräumt und für die nächste Saison schon mal vorgesorgt. Ich glaube, den Traktor kann ich aktuell mal hier oben stehen lassen. Und ja, hier sehen wir, das ist der Frontlader, der ist zu klein für den Traktor. Muss mal ein größerer her. Netze aufgeräumt, da ist noch ein Kalkpack drin. Und da haben wir jetzt Pflanzenschutz drin, genau. Weil Dünger haben wir ja gesagt, brauchen wir davon nicht. So, und dann räumen wir den Hänger auf. Hat das Schild konnte ich doch auch irgendwo drehen, oder? Halt, ich bin jetzt schon wieder am Hänger hinten dran. Okay, ich muss den Hänger erst abhängen, weil sonst geht das hier mit dem Schild nicht. Und dabei machen wir hier mal ein bisschen Platz. Oh. Bisschen Schnee verteilen. Und taut das ganze Ding hier auch ein bisschen schneller.
So, schieben wir den Haufen jetzt noch schnell ein bisschen weg. Ich habe das Schild ganz oben und der nimmt trotzdem den Schnee mit, okay. Dann ist es halt vorerst so. Aber ich muss jetzt trotzdem erst den Hänger hier wegräumen. Okay, ich baue jetzt. Der Hänger muss weg, weil die reagieren beide drauf. Auf die Befehle, obwohl ich den Hänger nicht ausgewählt habe. Aktuell. So. Der Hänger steht, den lassen wir mal so hier drin. So, jetzt ist er mal unten. Aber den konnte ich doch wirklich drehen, oder nicht? Ja, das sind die Türen, die baue ich jetzt nicht. Oder geht der Flug echt bloß geradeaus? Würde mich jetzt persönlich eigentlich wundern. Also das Tor ist abgezogen. Und dann machen wir hier noch ein bisschen Platz. Dass wir hier am Silo auch ein bisschen Luft haben. Doch einiges an Schnee, was hier rumliegt. So, jetzt eigentlich bloß noch hier ein bisschen reinwärts schieben. Und da sind wir eigentlich überall bei, dass man hier wenigstens anständig fahren kann. Natürlich schade, dass ich den irgendwie nicht schwenken kann. Das Schneeschild. Ich habe eigentlich gedacht, das ging. Aber auf jeden Fall vom Schnee räumen funktioniert es mit dem hier auf jeden Fall ganz gut. Alles schön vor die Eierpaletten. Extra Kühlung. Dann machen wir hier noch ein bisschen frei. Machen wir hier einen Haufen vors Blumenbeet. Schauen wir mal. Jetzt hier auch noch ein bisschen. Schneefreie Zone.
Ja, den Rest schieben wir mal hier ein bisschen ins Feld. So, dann gibt es das Eck hier vorne noch. Es geht mit dem Schild echt ganz gut soweit, also wenn man so gerade ausschiebt, wenn man sich dran gewöhnt hat, nimmt es auf jeden Fall alles schon mal schön mit. Das ist schon mal Hauptsache, also das funktioniert echt gut. So, dann fahren wir den jetzt aber erstmal wieder hier rein. Denn ich würde sagen, so nicht. Dass wir hiermit am Ende der Folge sind. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und würde mich natürlich über einen Like freuen. Ansonsten, wenn ihr kein Video verpassen wollt, natürlich auch über ein Abo. Sonst immer über eure Kommentare. Und wie schon angesprochen, wer Interesse an dem DLC hat, als kleines Dankeschön für eure Unterstützung, schreibt mir einfach in die Kommentare. Und ich werde euch dann über Steam, solange euer Steam-Name dabei steht, euch darüber benachrichtigen, falls ihr gewonnen habt. Und auch gleich das DLC weitergeben. Offiziell wird es, wie gesagt, bekannt gegeben am Dienstag nächste Woche, dass alle Bescheid wissen, dass es auch verlost worden ist. Damit würde ich sagen, einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.